liebe Lehrkraft, willkommen zurück bei Skoyo. Mein Name ist Doro und ich zeige Ihnen heute, wie Sie auf die Login-Daten Ihrer SchülerInnen zugreifen können, um sie den Kindern mitzuteilen. Haben Sie eine Klasse bei Skoyo erstellt, können Ihre SchülerInnen von 8.30 Uhr bis 15 Uhr gratis auf die spielerische Skoyo-Lernumgebung zugreifen. Dafür brauchen Sie natürlich eigene Anmeldedaten. Diese finden wir nun. Zuerst loggen Sie sich wie gewohnt im blauen Skoyo ein. Dann wählen Sie auf Ihrem Lehrkraft-Dashboard die Klasse aus, deren Login-Daten Sie brauchen. Rechts oben sehen Sie ein Stiftsymbol. Klicken Sie nun auf dieses und es erscheint ein Menü mit verschiedenen Optionen zur Bearbeitung Ihrer Klasse. Die meisten davon sind aber für das heutige Video noch nicht relevant. Wir interessieren uns für diese Option, Login-Daten. Auf diese klicken wir nun und sehen hier eine Liste unserer SchülerInnen mit deren Benutzernamen und Passwörtern. Hier haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können Passwörter ändern. Wir können die Liste drucken, als PDF speichern oder sie als Excel-Tabelle herunterladen. Wie genau Sie Ihren SchülerInnen die Anmeldedaten letztendlich zukommen lassen wollen, bleibt natürlich Ihnen überlassen. Das war's auch schon für heute. Im nächsten Video zeige ich Ihnen, wie Sie für Ihre Klasse oder einzelne SchülerInnen Ziele setzen können. Bis zum nächsten Mal!